Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Lebenserwartung ist heute höher denn je und die moderne Medizin hat einen wesentlichen Anteil dabei. Medikamente spielen eine entscheidende Rolle. Das hat Nebenwirkungen und bekanntermaßen für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alles, was wir zu uns nehmen, scheiden wir auch wieder aus. Diesen Prozess nennt man herkömmlicherweise Stoffwechsel. Und die Produkte dieses Stoffwechsels entsorgen wir in aller Regel in der Toilette. Für Arzneimittel aber gilt überwiegend, dass der Begriff Stoffwechsel falsch ist, denn der Stoff wechselt nicht. Er bleibt erhalten. Und daraus ergeben sich eine Reihe von Problemen, weil viele dieser Pharmazeutika biologisch nicht abbaubar sind oder nur sehr langsam und auf dem Weg vielleicht über die Nahrungskette oder auf irgendeine andere Weise Wirkungen und Risiken und Nebenwirkungen entfalten, die nicht beabsichtigt sind. Sie belasten unser Abwasser und knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland weiß das nicht. Die Toilette ist noch aus einem weiteren Grund, um mit Schiller zu sprechen, die hohle Gasse, durch die alles kommen muss. Die Entsorgung alter, abgelaufener und überschüssiger Arzneimittel, Herr Lenkert hat es eben sehr anschaulich dargestellt, landet in ganz erheblichem Umfang tatsächlich in der Toilette und auf diesem Weg im Abwasser. Dagegen hilft in der Tat Aufklärung. Ihr Vertrauen in den Beipackzettel in allen Ehren teile ich nicht. Wenn ich mein eigenes Verhalten Revue passieren lasse und verlasse ich mich auf eine mündliche Auskunft vom Arzt oder Apotheker, aber den Beipackzettel zu lesen in der größten Not. Und auch die Verpackung ist relativ eng bedruckt und wenn ich mir die Wirksamkeit der Aufdrucke auf den Zigarettenschachteln angucke, dann sinkt mein Vertrauen auch hier ziemlich deutlich. Nichtsdestotrotz müssen wir unter die Leute bringen, das Bewusstsein, eine Entsorgung von Arzneimitteln, die ich nicht verbrauche, geht über den Hausmüll in die Müllverbrennung, notfalls über die Apotheke, nämlich dann, wenn sie noch will, beziehungsweise wir andere Entsorgungswege nicht haben. Es gibt ja überall noch mal Kommunen, wo wir nicht eine Müllverbrennungsanlage hintergeschaltet haben. Oder der dritte Weg, die Schadstoffsammelstellen. Das ist natürlich der komplizierteste und das werden die wenigsten tun, dass die Toilette attraktiver. Das muss aber in die Köpfe der Leute hinein und daran müssen wir etwas tun. Zum Glück können wir feststellen, dass eine Gesundheitsgefährdung aufgrund von Arzneimittelrückständen im Trinkwasser nach heutigem Kenntnisstand eigentlich ausgeschlossen ist. Die richtige Entsorgung wird aber vor dem Hintergrund, dass wir immer mehr Arzneimittel verbrauchen und aufgrund der demografischen Entwicklung auch diese Entwicklung nicht abnehmen wird. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Kenntnis unter die Leute bringen. Ich bin den Grünen in gewisser Weise schon dankbar, dass sie in ihrem Antrag nicht ein Verbot von gefordert haben, was manchmal ein Lieblingsweg der Grünen ist. Deswegen freue ich mich, dass das hier nicht der Fall ist. Und es ist auch ein Thema, was für Panikmache wirklich nicht geeignet ist. Wir müssen es im Konsens lösen, gerade weil so viel Informelles dabei ist. Für unsere Fraktion gilt, was wir schon bei der Fracking-Diskussion gesagt haben, die Qualität und die Sicherheit von Wasser und Trinkwasser ist unsere oberste Priorität. Daran orientieren wir uns und das wollen wir auch erreichen. Wasser ist ein Gut, das muss geschützt werden, verteidigt werden und gut behandelt werden. Keine Frage. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine Kleinigkeit gestoßen, die vielleicht mehr amüsant ist als wichtig, aber ich will sie hier nicht vorenthalten. Im europäischen Drogenbericht, der jetzt kürzlich erschienen ist, im Dezember wurde darüber berichtet, wurde auch in kommunalen Abwässern Kokain nachgewiesen und Amphetamine. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, wo vermuten Sie den höheren Anteil an Kokainrückständen im Abwasser in München oder in Kampen? Und Sie werden sich wundern, das Ergebnis ist Dortmund. Dortmund hat mit 421 Milligramm pro 100 Einwohner und Tag den absoluten Spitzenwert und München fällt dagegen mit 114 Milligramm deutlich ab. Ich will diese nicht interpretieren, aber ich wollte es Ihnen auch nicht vorenthalten.
So, die Alterung unserer Gesellschaft und die sehr begrüßenswerte medizinisch-technische Entwicklung führt, wie schon erwähnt, zu einem starken Anstieg des Medikamentenverbrauchs in den kommenden Jahren. In Deutschland werden in der Humanmedizin über 2.300 Arzneimittelwirkstoffe mit geschätzten jährlichen Verbrauchsmengen von 30.000 Tonnen verkauft. Und ungefähr die Hälfte davon wird als potenziell umweltbelastend, umweltrelevant eingestuft. Aktuelle Studien beweisen, dass viele Humanarzneimittelwirkstoffe in Oberflächengewässern, Grundwässern, Trinkwässern nachweisbar sind, zum Glück nur in geringer Konzentration. Die Trinkwasseraufbereitung ist aber auch nur mit erheblichem Aufwand nötig. Und wenn es dazu kommen sollte, dass diese Mengen größer werden, dann gilt der Satz, dann wird es teuer. Und Vorbeugen ist in jedem Fall besser als Nachsorge. Was nicht in die Toilette kommt, kommt auch nicht ins Abwasser. Also müssen wir dafür sorgen, dass es nicht erst dort hineingreift. Wir haben noch einen weiteren Eintragungsweg, den wir nicht außer Acht lassen sollten, nämlich die Tierarzneimittel. Ungefähr 1.600 Tonnen Antibiotika sind pro Jahr in der Tiermast in Deutschland auf dem Markt. Die gehen natürlich jetzt nicht über die Toilette ins kommunale Abwasser, aber sie gehen über den Boden auf der Weide oder über den Misthaufen beim Bauernhof, wenn es den noch gibt, über den Boden, überwiegend auch ins Grundwasser. Kleiner Trost, nur bei sehr ungünstigen Bedingungen landen diese Mengen im Trinkwasser, das wir nutzen, im Grundwasser oder in den Oberflächenwässern. Insofern haben wir hier keine sehr große Gefahr. Frau Lotz hat schon darauf hingewiesen, dass wir mit der Mikroschadstoffstrategie der Bundesregierung im Laufe dieses Jahres zu Ergebnissen kommen werden, für die das Problem, über das wir heute reden, nur einen Teil darstellt. Ich will erwähnen, dass es auch auf der europäischen Ebene eine entsprechende Strategieentwicklung gibt, die für den Herbst 2017 mit ihren Ergebnissen angekündigt ist. Ich denke, es macht Sinn, auf der Basis dieser vorliegenden Daten dann über Fragen nachzudenken, was wir machen sollen. So drängend ist das Problem nicht, dass wir es heute durch andere Maßnahmen lösen müssen. Wir wissen aber, dass wir es nur im Konsens vieler Beteiligter lösen müssen. Und zu dem Konsens und zu der Beteiligung gehört auch die Beteiligung der Länder. Denn auch die Länder, die ganz wesentlich in diesem Prozess gefragt sind mit ihren Regelungen, müssen einbezogen werden. Nun sind es aber gerade auch die Länder, die sagen, dass wir ein flächendeckendes Untersuchungsprogramm nicht brauchen, weil die Datengrundlage ausreichend ist und nicht wesentlich höhere Erkenntnisse daraus zu gewinnen sind. Und die Umweltministerkonferenz hat deswegen letztens zu Recht gefordert, und ich zitiere mal, es bedarf einer zwischen Bund und Ländern abgestimmten Strategie zur Identifizierung und zur Priorisierung gewässerrelevanter Mikroschadstoffe. Und weiter, es bedarf im Rahmen der gemeinsamen Strategie eines koordinierten Vorgehens beim Monitoring und beim Austausch von Ergebnissen. Keine Frage, der Eintrag von Medikamentenrückständen in Gewässer muss reduziert werden. Und ich sehe eine Reihe von Ansatzmöglichkeiten, die wir dann im Laufe des Jahres 2017 in der nächsten Wahlperiode vertiefen müssen. Der Bund ist hier insgesamt auf einem guten Weg. Und deswegen brauchen wir den grünen Antrag zum heutigen Zeitpunkt auch nicht intensiver zu bearbeiten. Wir lehnen ihn ab. Aber wir wissen, das Thema bleibt auf der Tagesordnung. Zu Aktionismus besteht kein Anlass. Kurzes Beispiel, um über Trinkwasser die Wirkdosis einer Aspirin-Tablette aufzunehmen, müsste der Mensch fast 7000 Jahre lang jeden Tag 2 Liter Trinkwasser trinken. Daten des BDEW. Und ich schließe mich deswegen zum Schluss auch dem Urteil der NRW-Grünen an, die auf einer gemeinsamen Konferenz der Kreistagsfraktion in Coesfeld mit dem nordrhein-westfälischen Umweltminister Remmel festgestellt haben, eine akute Gefahr für unser Trinkwasser ist derzeit nicht zu erkennen. Das soll uns nicht einschläfern. Wir vermeiden Schlaftabletten. Das Thema bleibt auf der Tagesordnung, es kommt wieder. Und die letzten 38 Sekunden Lebenszeit schenke ich Ihnen jetzt und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Peter Maywald für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.